Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich bin der gute Hirt. Eines der sieben Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Ich weiß nicht, ob Sie die anderen auch kennen. Sie werden sich erinnern. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der wahre Weinstock. All diese Bilder kann man auf Gott hin deuten. Gott ist das Leben, Gott ist das Licht. Aber Jesus hat sie für sich selbst gebraucht. Ich bin, das Ich Gottes hat Jesus in die Welt gebracht. Ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirt. Und in einem nächsten Schritt sind wir alle angesprochen. Diese Qualitäten auch in unserem Herz aufleben zu lassen. Wir sind auch Hirten gegenseitig füreinander. Mit dieser Qualität, die wir jetzt dann kennenlernen wollen, der gute Hirte, der führt zu den grünen Auen, der führt in die Fülle des Lebens, der schaut für seine Schafe und gibt sogar sein Leben für sie hin. Wir werden in einem Text, einem Psalmtext, als Gebet Gott als Hirten kennenlernen. Dann werden wir bei einem Text von Ezechiel erfahren, was die Hirten Israels für Qualitäten haben, dass sie nämlich in vielem versagt haben. Und die Hirten Israels, das sind König, aber auch die Priesterschaft. Und das geht als Kritik durch alle Zeiten, dass die Hirten auch der Kirche einen gewissen Anspruch wird erwartet, dass sie wirklich nicht gerade das Leben hingeben für ihre Schafe, aber doch da sind. Und als Letztes werden wir dann in der Fürbitte merken, dass wir alle von dieser Hirtenqualität, von diesem Ich bin der gute Hirte, angesprochen sein können im eigenen Herzen. Wir werden still zum Psalmgebet. Ich lese Psalm 23, immer mit einer kleinen Reflexion angehängt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja, du Gott, du bist mein guter Hirt. Von dir will ich geführt werden, von dir, dem einen und ewigen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ja, du führst mich zum vollen Leben, denn du bist das Leben, ewiges Leben, schon auf der Erde erlebbar, in meiner Freude und in der Liebe. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, Gott, du bist nicht nur Erquickung. Du leitest auch recht, prüfst mich in Bezug auf Gerechtigkeit und meinen Einsatz für Frieden. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, du hast mich durch Krisen begleitet und aufgerichtet. Du tröstest mich in der Verzweiflung, in der Einsamkeit. Ich habe mich nicht zu fürchten, auch nicht vor dem Tod. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, du bist gerecht
Du versöhnst, du bereitest den Tisch, auch mit meinen Gegnern zu verhandeln, sie zu lieben. Und du gibst mir Anteil am vollen Leben. Dafür bin ich dankbar. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Du Gott, meinst es gut mit mir. Eröffnest mir alle Chancen, in deinem Haus zu leben, in dir, mit dir. Amen. Nun lasst uns singen vom Eingangslied 159. Singen wir die Strophen 1 bis 3. Liebster Jesus, wir sind hier. Gehen wir zum Beruf des Hirten, der in allen Weltgegenden bekannt ist. Irgendwann gingen die Menschen über vom Jägerdasein mit den Tieren zusammenzuleben und Verantwortung zu übernehmen für ihr Wohlergehen, auch für den Eigennutz, dass man gesunde Tiere hat, die sich wohlfühlen. Eine Frage, die bis heute mit dem Tierschutz diskutiert wird: Wie gehen wir um mit den Tieren? In der Schöpfungsgeschichte werden die Landtiere am sechsten Tag erschaffen und ebenso der Mensch. Die stehen ein bisschen in Konkurrenz. Allen ist gegeben, von den Bäumen, den Früchten zu leben, was die Erde hergibt. Und dann steht bei der Erschaffung des Menschen, der Mensch solle die Herrschaft übernehmen über die Schöpfung, also auch über die Tiere. Und diese Herrschaft ist eigentlich ein königliches Walten, wie der König im Auftrag Gottes Verantwortung übernimmt für sein Volk, für die Schöpfung. So ist auch jeder Mensch verantwortlich für seine Umwelt. Er schaut für die Tiere. Gott ist Hirte und der Mensch ist Hirte. So wie Gott für den Menschen schaut und sich ihm zeigt und ihn liebt, so soll auch der Mensch die Tiere lieben und umsichtig für sie schauen. Und dieser Hirteberuf wird dann eben auch Symbol für die kirchlichen Beamten oder die Tempeldiener, die Pastores, lateinisch. Und sie sind im Text von Ezechiel 34 angesprochen. Da geht es um die treulosen Hirten. Ich lese Ihnen wenigstens den Anfang dieses Textes, der sehr lange ist. Nachher werde ich noch zusammenfassen. Und das Wort des Herrn erging an mich. Du Mensch, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, zu den Hirten. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben. Sollten die Hirten nicht die Schafe weiden? Das Fett esst ihr, und mit der Wolle bekleidet ihr euch, und die fetten Schafe schlachtet ihr. Ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, und was krank war, habt ihr nicht geheilt, und was gebrochen war, habt ihr nicht verbunden, und was versprengt war, habt ihr nicht zurückgeholt. Und was verloren gegangen war, habt ihr nicht gesucht. Und mit Macht habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Und weil kein Hirt da war, haben sie sich zerstreut. Sind sie zum Fraß geworden für die alle Tiere des Feldes. Und so haben sie sich zerstreut. Auf allen Bergen und auf jedem Hügel irren meine Schafe umher. Über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut, und da ist niemand, der nach ihnen fragt
und niemand ist da, der nach ihnen sucht. Da schreibt Ezechiel, der selber ein Priester war in Jerusalem und mit den 10.000 Oberen nach Babylon ins Exil geführt wurde, damit diese jüdischen Aufständischen ihre Köpfe verlieren. Aber in Babylon ging es ihnen zum Teil ganz gut. Der Ezechiel hatte dort eine Berufung und schreibt Gericht über Israel. Weil ihr keine guten Hirten wart, darum hat euch Gott bestraft und ins Exil geführt. Aber es bleibt Hoffnung. Hier sind die Israeliten, die Schafe, die von ihren Obern schlecht betreut wurden, ausgenutzt, hintergangen. Und jetzt irren sie als verlorene Schafe in der Ferne. Dieses Bild vom verlorenen Schaf wurde da schon geprägt. Der Stall Israel ist zerstreut und verloren. Und Ezechiel hofft, dass es einst besser kommt. Und er sagt, ich selber werde meine Schafe an der Hand nehmen. Ich fordere sie heraus. Ich kümmere mich um meine Schafe. Ich werde sie auf sicheren Boden bringen, zu den fetten Wiesen. Ich selber werde die Schafe weiden. Und wie macht das Gott, sagt er. Er wird einen einzigen Hirten auftreten lassen. Und er wird sie weiden, ein Diener Davids. Hier kommt der Messias ins Spiel, auf den die Juden irgendwie ein neuer David warten. Ich werde ihnen Gott sein und mein Diener David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Und dann kommen Friedenszeiten. Denken wir an Israel. Ist wieder im Land angekommen. Und doch bleibt immer die Frage. Ezechiel sagt, ich werde die bösen Tiere vertreiben, sodass ihr sicher wohnen könnt im Land. Und ich will regnen lassen den Segen. Eure Bäume werden Früchte tragen und das Land seinen Boden Ertrag geben. Und sie werden erkennen, dass ich ihr Gott bin. Ich werde das Joch zerbrechen, sie retten aus der Knechtschaft. Sie werden nicht mehr Beute sein von fremden Nationen, nicht mehr Opfer des Hungers. Sie werden nicht mehr geschmäht von anderen Nationen, weil ihr meine Schafe seid. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott. So Ezechiel im 5. Jahrhundert vor Christus. Wie aktuell diese Worte doch bleiben, dass Israel von Gott geweidet wird, behütet. Und doch werden wir sehen, wie Jesus dieses Behüten und dieses Lieben der Schafe, des Stalls, erweitert und den Stall auf die ganze Welt hin öffnet und viele Menschen beruft, mit ihm zu weiden und in Frieden zu leben. Wir singen jetzt ein Lied, das ich selber nicht kenne. Es ist von Andrew Bond, Himmelweit, und die Strophen werden eingeblendet und es spielt eine junge Frau zum ersten Mal mit der Gemeinde. Wir kommen zum Text, in dem Jesus als der gute Hirte sich präsentiert. Voraus geht ein Streitgespräch mit den Juden. Jesus hat einen Blinden geheilt, was ungeheuerlich war für die damalige Zeit, auch dass ein Blindgeborener wieder sieht. Die Eltern werden gefragt, ist er sicher blind geboren? Und diese Blindenheilung gibt Jesus große Anerkennung in Jerusalem. Wir müssen wissen, dass damals auch die Hirten Israels, die Priester und Pharisäer für ihre Religion Verantwortung übernommen haben. Und wenn da plötzlich einer auftritt,
der die Menschen fasziniert und sie sagen, dieser Jesus ist eigentlich größer und viel faszinierender, als was diese Tempelleute machen oder was die Pharisäer mit ihrer Gelehrsamkeit machen. Und da gibt es Eifersucht. Und diese Eifersucht, dieser Zwiespalt wurde später, nach dem Tod Jesu, und als dann noch der Tempel zerstört worden war von den Römern in Jerusalem und die Juden, die ganze Priesterschaft arbeitslos war und sie mussten schauen, dass sie ihre Schäfchen zusammenhalten. Und da bildeten sich Anhängergruppen von diesem Jesus, die, obwohl er gekreuzigt wurde, soll er auferstanden sein. Sie kommen zusammen, brechen Brot. Zum Teil sogar im Tempel haben sie ein Plätzchen, wo sie sich treffen. Und es wird die Gefahr für Israel, für die Juden deutlich. Diese Religion könnte uns wirklich Konkurrenz machen und uns in Frage stellen. Und dann entstanden die neutestamentlichen Texte. Johannes, vielleicht 100 nach Christus, also sind schon 70 Jahre her seit dem Tode Jesus. Und in diesen Texten, in denen Jesus spricht, müssen wir immer wissen, das ist der Jesus, den die Gemeinde erlebt und die der Gemeinde Mut macht und der Gemeinde sagt, ihr seid auf dem guten Weg, weil ihr seid diesem Hirten gefolgt. Ihr habt das volle Leben. Und die Juden gelten als Folie der Ungläubigen, die diesen Weg nicht wollen. Denn wir haben es hier jetzt mit dem Stall zu tun. Mit einem Stall, in dem Schafe sind. Und Jesus im Streitgespräch mit den Pharisäern sagt direkt heraus, Amen, Amen, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Türe hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Bibelwort sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden den Sinn seiner Rede nicht. Also, Jesus ist im Streitgespräch mit diesen Pharisäern und erzählt dieses Bild vom Stall. Ja, wir müssen annehmen, der Stall, das ist Israel. Und da gibt es falsche Hirten, die einbrechen und die Schafe verführen wollen. Aber die Schafe warten auf den richtigen Hirten. Ihm wird die Türe aufgemacht. Vielleicht Gott, der die Türe öffnet. Und dieser Hirte ruft seine Schafe, die sind schon vorbestimmt. Und sie kommen, sie gehen hinaus mit ihm und weiden. Jesus ist der gute Hirte. Ja, und wer sind denn die Diebe und Räuber? Da sind das die staatlichen Angestellten, die vielleicht nicht von Gott so beauftragt sind. Das steht im Raum. Und die Pharisäer merken das schon auch, dass sie hier, aber sie haben eine Ausbildung gemacht, sie sind geprüft. Sie sind doch eigentlich die Leute, die offiziell durch die Türe eingehen zu den Schafen und rufen, sie herbeirufen. Aber Jesus hat eben nicht nur eine Ausbildung, oder vielleicht hat er gar nicht so sehr, er ist nicht nur als Priester geboren
dazu berufen. Er hat ein Charisma. Er ging durch die Landschaft und viele sind ihm gefolgt. Und nach seinem Tod sind viele seinem Ruf weiterhin gefolgt und haben Gemeinschaft gefeiert und sind zusammengeblieben. Diese Kritik hallt nach. Die Pharisäer verstanden nicht. Sie wollten nicht verstehen, was er mit diesem Gleichnis sagt. Da sprach Jesus noch einmal: Amen, Amen, ich sage euch. Immer wenn Amen, Amen, ich sage euch, dann ist es etwas Endgültiges, ganz Wichtiges. Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Türe zu den Schafen. Hier kommt noch ein Ich-Bin-Wort ins Spiel. Das werde ich heute nicht so groß drauf eingehen. Das werde ich einem nächsten Gottesdienst dann mehr widmen, in St. Gallen aber. Ich bin die Türe, man geht durch ihn. Er ist der Mittler zum Leben. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ein hartes Wort. Alle, also sind da auch Mose gemeint und die Propheten. Ich glaube nicht, dass er Jesus seine eigenen Schriften kritisiert, sondern es ist wirklich wie bei Ezechiel, die Priesterschaft, die sich bedient haben, Räuber und Diebe, statt die Herzen der Menschen zu erreichen, so wie es jetzt Jesus und die Seinen tun. Ich bin die Türe, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Harte Gegensätze, wie sich diese Gemeinde des Johannes hier lobt oder sich beglückt findet. Sie sind gerettet, sie gehen ein und aus auf die Weide durch Jesus, die Türe. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt setzt sein Leben ein für die Schafe. Jetzt wird ein bisschen charakterisiert. Was zeichnet denn diesen Hirten aus, diesen Jesus? Und wir werden sehen, es geht hin zum Opfergedanken. Dieser Hirt hat sein Leben gegeben. Er ist gekreuzigt worden. Aber wir sind ja, hier spricht ja Jesus mit den Pharisäern. Ob er schon gewusst hat, dass er sein Leben hingeben wird, Johannes legt ihm das so in den Mund, damit wir als Gemeinde schon hören, er ist von Anfang an ein Hirte, der in totaler Hingabe für die Seinen gelebt hat und eben sogar wie ein guter Hirte nicht davonspringt, wenn eine Gefahr kommt, sondern Diebe, Feinde bekämpft und vielleicht sogar das Leben hergibt, wie es bei Jesus der Fall war, um damit auch sein Hirtenamt über die Grenzen Israels hinaus zu öffnen. Er vergleicht jetzt den guten Hirten mit den Lohnarbeitern, mit den Hirten, die einfach nur einen Job machen für einen Lohn. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt und versprengt sie. Er ist eben ein Lohnarbeiter und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen. Und die Meine kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Dieses letzte Wort, 14, 15, habe ich als Eingangswort schon gesagt. Und es ist ein sehr tiefes Wort. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Also wie Jesus mit seinem Vater eine Einheit bildet in Liebe und Erkenntnis, so bildet Jesus mit uns allen
eine Einheit in Liebe und Erkenntnis. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Also fühlen wir uns einen Moment geborgen in dieser Trinität oder in dieser Identität. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann können wir auch sagen, wir sind eins mit Jesus. Jesus betet auch, auf dass sie alle eins werden, wie ich mit dem Vater eins bin. Das ist die Mystik in diesem Johannesevangelium, die von Anfang an wie ein roter Faden durchgeht. Wir kommen noch auf einen weiteren Punkt, warum nämlich der Mensch fähig ist, diese Beziehung zu Gott zu haben. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch die muss ich leiten und sie werden auf meine Stimme hören und sie werden eine Herde werden mit einem Hirten. Da gibt es noch andere Stelle. Damals war der Zwist da von Christen außerhalb Israels. Paulus war auf Missionsreise schon im Jahr 50, 60 und man hat gehört, es gibt Christen bei den Heiden. Es gibt einen anderen Stall, andere Stelle. Das wird hier angedeutet. Jesus ist der Hirt für alle weltweit bis heute. Auch wenn die Christen jetzt wieder zerstritten sind und zerspalten in verschiedene Ställe, bleiben wir zuversichtlich, dass wir in ihm letztlich eine Einheit sind, mit dem Vater verbunden und als Menschen trotz aller Trennung im Herzen verbunden, auch mit Israel und auch mit dem Islam, mit den Menschen, die auch in diesem Erbe auf ihre Art leben. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben einsetze, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, sondern ich setze es von mir aus ein. Ich habe Vollmacht, es einzusetzen und ich habe Vollmacht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Hier ist auffallend, dass Jesus selber sagt, ich in Freiheit gebe mein Leben und ich nehme es mir wieder. Es ist der Mensch primär in seiner ganzen Fülle und Freiheit hier offenbar, getrennt von Gott und doch verbunden. Jesus macht diese Hingabe freiwillig im Einklang mit dem Vater. Der Text geht noch etwas weiter und ich habe mich entschieden, mit euch dieses ganze 10. Kapitel durchzugehen. Ein kleines Bibelseminar im Gottesdienst. Aber wir hatten jetzt da gerade einen Kirchenboten über Schäfchen zählen. Wenn die Kirche nur die Schäfchen zählt, schläft man ein. Die Kirche hat einen anderen Auftrag. Hier heißt es von Peter Oppitz, denn wenn nicht mehr sowieso alles christlich ist, ist die Besinnung darüber nötig, worin denn eigentlich die Aufgabe und die Existenzberechtigung einer evangelischen Kirche besteht. Kann diese etwas anderes sein, als im Auf und Ab der Geschichte, im Wechsel der kulturellen Strömungen und gesellschaftlichen Trends immer wieder neu auf die evangelische Botschaft zu hören und möglichst nur auf sie und sie nach bestem Wissen und Vermögen mit anderen Menschen zu teilen, weil es eine frohe Botschaft ist. Also unsere Kernaufgabe, die frohe Botschaft miteinander zu teilen. Und sie ist in der Schrift, aber sie will nicht in der Schrift bleiben, sie will in unser Herz hinein. Und darum treffen wir uns eben auch als die Gemeinde des Jesus Christus. Er ist unser guter Hirte und er führt uns so möglich auch heute auf Auen, wo er uns nährt mit seinem Wort.
Jetzt sind wir wieder im Gespräch mit den Juden. Da kam es wegen dieser Worte wiederum zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Warum hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon die Augen vom Blinden auftun? Also es geht immer noch um diesen Streit. Ist jetzt, weil Jesus seinen Blinden geheilt hat, ist er jetzt der Wundertyp, an den alle glauben sollen? Oder warum soll man an ihn glauben? Damals fand in Jerusalem gerade das Tempelweihfest statt. Das ist ein Fest, das im Winter gefeiert wird. An diesem Fest wird erinnert an die Reinigung des Tempels, nachdem die Griechen das fremde Götter da drin hatten. Und Chanukka-Fest wird zur Zeit von Jesus schon gefeiert. Es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomons auf und ab. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, wie lange willst du uns noch hinhalten? Sie werden ungeduldig jetzt. Sag's endlich raus. Wenn du der Christus bist, sag es uns frei heraus. Jesus verweigert diese Formel, weil er weiß, wenn er das sagt, ja, ich bin der Christus, dann wird er behaftet werden. Er umgeht das. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, sie legen Zeugnis ab für mich. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Ja, harte Worte. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Was mein Vater mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand des Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Die Juden müssen sich das anhören. Ihr hört halt meine Stimme nicht, darum gehört ihr nicht dazu. Dieser Text wurde vorgelesen im Kreis der Johannes-Evangelium-Jünger. Und sie wurden natürlich bestärkt, oh, wir haben ewiges Leben. Wir haben auf die Stimme unseres Hirten gehört. Wir hören noch jetzt auf sie. Wir haben in Ewigkeit das Leben. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir haben das Größte, es ist unser Christus, der eins ist mit Gott und wir mit ihm. Da erhoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen, wie viele gute Werke vom Vater habe ich euch sehen lassen. Für welche dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, nicht eines guten Werkes wegen steinigen wir dich, sondern wegen Gotteslästerung, weil du, ein Mensch, dich zu Gott machst. Jesus antwortet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes ging, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden darf, wie könnt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, nur weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Hier ist eine typische rabbinische Diskussion. Für alle gemeinsam gilt, die Schrift ist von Gott. Wenn wir streiten, müssen wir uns auf die Schrift beruhen. Und jetzt sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Damit macht er sich zum Gott. Und Jesus argumentiert jetzt hier mit einem Psalm, mit Psalm 82, wo irgendwie heißt, wo es heißt, ihr alle seid Götter, zu den Menschen gesagt. Das soll der Beweis sein. Jetzt ihr Juden, die ihr auf die Schrift euch beruft, seht, ich lästere Gott nicht, wenn ich sage, ich bin gleich mit Gott eins. Über diesen Satz, dass wir alle Götter sind, wird bis heute gestritten. Die
neuen religiösen Bewegungen, die Esoterik oder die Mystik, oder die reden sehr schnell vom göttlichen Funken im Menschen oder dass wir einen göttlichen Anteil haben. Die Kirche hat das ein bisschen zurückgedrängt. Aber der Mensch als Bild Gottes, als Schöpfung Gottes und der Mensch, mit dem Gott spricht, der ihn anruft und ihm die Bibel verstehen lässt, sein Wort Gottes verstehen lässt, der Mensch ist irgendwie mit göttlichen Fähigkeiten begabt, sonst könnte er gar nicht mit Gott kommunizieren und mit Gott in Beziehung treten. Wenn wir wären wie eine Kuh gegenüber einem Bischof, die Kuh kann nie den Bischof richtig würdigen und verstehen, so kann der Mensch Gott nur richtig würdigen, weil uns Gott etwas eingepflanzt hat, das von ihm kommt und ihm entspricht. Also, inwiefern wir Götter sind, Jesus ist es auf jeden Fall hier nach dem Neuen Testament. Er ist nicht Gott, aber er zeigt Gott im Menschen und er ist als dieser Gottmensch ein Hirte für uns alle. Jesus antwortet ihnen: Es steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden darf, wie könnt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, nur weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so braucht ihr mir nicht zu glauben. Tue ich sie aber und ihr glaubt mir nicht, so glaubt wenigstens den Werken wegen, damit ihr erkennt und wisst, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Da wollten sie ihn wiederum festnehmen, aber er entkam ihnen. Man kommt nicht weiter in diesem Streit. Die Argumente wiederholen sich. Jesus lästert Gott und hat mit seinem Gleichnis vom richtigen Hirten und den anderen, den Dieben und Räubern, sie auch beleidigt und sie wollen ihn fassen und Jesus entflieht. Seine Zeit ist noch nicht gekommen und er geht an den Jordan, wo er scheinbar mit Johannes dem Täufer gute Beziehung hatte und auch Menschen findet, die an ihn glauben. Und er ging wieder fort auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Und dort blieb er und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes hat zwar keine Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen gesagt hat, ist die Wahrheit. Und viele kamen dort zum Glauben an ihm. Ja, was hat Johannes gesagt, als Jesus zum ersten Mal auftauchte? Seht das Lamm Gottes. Dort glaubten viele an ihn. Die Gemeinden wuchsen und bis heute sammeln sich weltweit Menschen, um diesem Hirten, der die Hirtenkraft Gottes in die Welt trägt, sammeln wir uns, um von ihm inspiriert zu werden und selber für unsere Umwelt, für unsere Tiere, für unsere Kinder etwas von dieser Hirtenqualität Gottes in die Welt zu tragen. Und dazu mögen wir von Gott begeistert und begnadet werden. Amen. Zur Fürbitte bleiben wir sitzen. Diese Fürbitte ist formuliert aus dem Text von Ezechiel 34, von dem wir schon in der Lesung gehört haben. Er ist aber so übertragen, dass wir selber Hirtenverantwortung übernehmen sollen, dürfen. Du guter Hirte, weide uns und führe uns auf grüne Auen. Wir lechzen nach wahrem Leben, nach Gerechtigkeit und Frieden. Zeige uns vor Ort, im nahen Umfeld, wie wir füreinander Hirte sind, uns kümmern um die Nöte der anderen, verzeihen können, auch wenn man uns nicht gut gesinnt ist.
Lass uns aufmerksam sein für die Schwachen, die Leidenden, dass wir ihre Not sehen und sie stärken und ihr Leid lindern. Wo Krankheit herrscht, lass uns hoffen auf dein Heil. Du bist der Heiland, der Heiler. Wo Menschen gebrochen sind, hilf uns, sie zu verbinden. Wo Menschen versprengt sind, lass uns sie zurückholen in die Gemeinschaft. Wo Menschen verloren sind, lass uns sie aufsuchen. Wo Menschen zerstreut sind, dem Fraß der Feinde ausgeliefert, wo sie irren auf Hügeln und Bergen, kommt zurück. Befreie uns du, Gott, aus den Händen der schlechten Hirten. Kümmere du dich um deine Herde und führe sie hinaus aus der Verblendung und Verführung. Bring sie auf den Boden des Lebens, an die Flussbeete, gute Weiden, fette Wiesen. Weide du deine Schafe, verbinde die Gebrochenen, führe zu dir die Versprengten, verbinde die Gebrochenen, stärk die Kranken und sorge du für Gerechtigkeit zwischen Menschen, Völkern und Nationen. Lass das helfende Licht deines wahren Hirten leuchten, damit er uns dich, Gott, offenbart als Fürst des Lebens. Bringe den Friedensbund, dass uns die bösen Tiere nicht bedrohen und wir sicher wohnen und schlafen. Lass regnen deinen Segen, dass Bäume Früchte tragen und das Land seinen Ertrag geben kann. Lass uns erkennen, dass du unser Gott bist, der die Unfreiheit vertreibt, die Knechtschaft beendet, befreit von Hunger und Schmach. Wir sind Gesegnete deiner Weide, o Gott, alle Menschen unter dir, dem einen und ewigen. Amen. Jetzt singen wir noch einmal und wie mich die Organistin gebeten hat, doch auch einmal aufzustehen zum Gebet, damit wir wieder ein bisschen in Bewegung sind. Wir singen vom Lied 690, ein Nachfolgelied, Strophen 1 bis 4, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. So wie Jesus mit seinem Vater im Himmel verbunden ist, so mögen auch wir verbunden sein mit Jesus, unserem guten Hirten, damit wir in seiner Stimme wach werden, ihm allzeit hören und auf gute Weide führen lassen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.